Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Zirkus Halligalli. Ich bin der Sarazar und werde dieses Game heute gemeinsam mit euch zocken. Und viele finden es ja mega cool, andere sagen wiederum, das Game ist der letzte Rotz. Schauen wir mal rein. Das Intro ist auf jeden Fall ganz geil gemacht, muss ich sagen. Ein paar nette Mädels dabei. Scheint irgendwie im 19. Jahrhundert zu spielen oder so. Und der kleine Pimp ist wahrscheinlich ein Diktator. Grinst auf jeden Fall so wie so ein Möchtegern-Napoleon. Ja, mal sehen. Außerdem war das natürlich nicht meine Entscheidung, sondern ich als Bundeskanzler... Naja, eigentlich läuft hier genau das gleiche ab wie in den Vorgängerversionen von Zirkus Halligalli, wie auch immer die hießen. Aber die Charts sind irgendwie in puncto Geld und Schnösigkeit ein bisschen geupgradet worden. Das Skill-Level wurde überhaupt nicht angefasst, also das hätte man meiner Meinung nach echt anpacken müssen, das geht gar nicht. So ist das eben in der Politik, das ist gelebt, das ist das Letzte, an das ich mich erinnern kann. Olivia Jones, ist sie eigentlich eine Frau oder ist das ein Mann? Olivia Jones? Ah, das ist der sogenannte Countdown-Moment jetzt hier, von dem habe ich auch mal gehört. Da weiß man nie, was passiert. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wir gratulieren hiermit feierlich Joko C. Winterscheid. Ah, endlich geht's weiter. Ja, die gefühlten letzten 20 Minuten konnte ich einfach gar nichts machen. Musste irgendwelche Videos über Wodka, Shampoo und so und keinen Plan schauen. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht nochmal. So, hätten wir das auch erledigt. Also hier in der Menüleiste kann man auch irgendwelche relevanten Themen und lustige Gags auswählen. Ach du Kacke, das lässt sich natürlich alles nicht freischalten. Obwohl im Moment hier kann ich irgendwie bescheuert glotzen und was anmoderieren. Etwas Wichtiges besprechen, was eben auch noch ansteht, denn heute ist Montag, das heißt morgen ist Dienstag, genau. Das werden wir gleich rausfinden, ansonsten sehen wir noch Frank Turner auf der Bühne. Ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt genau machen soll, aber hier ist irgendwie so ein Hebel und den kann man irgendwie mit R1, kann man die Schaltplatte draufpacken. Ich ziehe jetzt mal dran, mal schauen, was passiert. Wir haben nie Lampen angelegt. Aber eins muss man echt sagen, das Spiel ruckelt überhaupt nicht und läuft echt flüssig. Leider gibt es hier und da aber irgendwelche komischen Bugs und Grafikfehler, habe ich auch schon gesehen. Naja, und dann diese Dialoge, das wertet das Game auf jeden Fall ab. Frank Turner! So! Naja, das war's von dieser Episode von Let's Play Zirkus Halligalli und ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß, auch wenn das Game nicht wirklich geil ist. Also die Hauptcharaktere, das sind echte Kasper. Das habe ich, glaube ich, noch in keinem Spiel vorgesetzt bekommen. Wie auch immer, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.